Homeworld Deserts of Karak ist ein Echtzeitstrategiespiel und der dritte Teil der Homeworld-Serie. Ursprünglich hieß das Spiel Hardware Shipbreakers, orientierte sich aber damals schon ganz klar am Homeworld-Design. Kein Wunder, einige der Entwickler haben schon an den Originalen mitgearbeitet. 2013 kaufte dann Gearbox die Homeworld-Marke und so konnte das Entwicklerstudio Blackbird Interactive das Spiel in Homeworld Shipbreakers umbenennen. Ende 2015 kam dann noch ein neuer Untertitel dazu und so heißt es am Ende Homeworld Deserts of Karak. So viel zur wirren Namensgeschichte und jetzt zum eigentlichen Spiel. Statt Weltraumkämpfe geht es diesmal auf die Planetenoberfläche von Karak, allerdings 100 Jahre vor dem Exodus, den wir aus Homeworld 1 kennen. Die 13 Story-Missionen erzählen, wie ein fremdes Raumschiff-Wrack in der Wüste des sterbenden Planeten gefunden wird. Eine Expeditionstruppe unter dem Kommando von Rachel Sijet soll diese Anomalie untersuchen, muss auf dem Weg dahin aber gegen einen feindlichen, in die Wüste ins Exil gesandten Stamm kämpfen und auch gegen die Gefahren der Dünen selbst, denn einige Missionen spielen nicht nur bei Tag oder bei Nacht, sondern auch während eines Sandsturms. Wie in früheren Homeworld-Spielen können wir unsere Truppe sowohl in der normalen Spielwelt kommandieren. Wir können aber auch auf einer taktischen Ansicht unsere Befehle geben, um mehr Übersicht zu bekommen. Neben Bodenfahrzeugen gibt es auch Flugeinheiten, die von unserem fahrenden Superträger starten. Den können wir ausbauen oder dort Fahrzeug-Upgrades erforschen lassen. Klassischen Basisbau gibt es nicht, allerdings müssen wir zwei Ressourcen abbauen lassen. Im Multiplayer können wir auch die gegnerischen Truppen steuern. Der Haupt-Mehrspieler-Modus dreht sich dabei um das Bergen von Schiffswracks. Es geht also nicht unbedingt nur darum, einfach den Gegner zu zerstören. Wer will, kann auch Skirmishes gegen die KI spielen. Im Kampf sind Sichtlinien und Höhenunterschiede von Bedeutung, da Einheiten nur auf das feuern können, was sie sehen, einige Fahrzeuge aber extrem weit schießen können. Über Wegpunkte kann man seine Truppen durch Täler führen und ungesehen an Gegner ranbringen oder man nutzt Spezialfähigkeiten wie abwerfbare Nebelwände. Die Kamera lässt sich dabei frei drehen und sehr nah an die detailreichen Fahrzeuge zoomen, die ganz im Stil von Homeworld gehalten sind. Auch die zahlreichen Zwischensequenzen orientieren sich am Original, sind aber jetzt in Farbe und zeigen auch wichtige Charaktere. Deserts of Karak gibt es ab dem 20. Januar 2016 auf Steam. Es kostet 46 Euro und es gibt englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel. Das war Homeworld Deserts of Karak in 2 Minuten. Ich finde es super spannend, weil es ein Story-Strategiespiel ist, also eine starke Kampagne hat und das gefällt mir immer sehr. Der Wechsel auf den Planeten, ich weiß nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das da gefällt. Ich brauche da jetzt nicht unbedingt Weltraum für Homeworld, denn ich brauche in erster Linie dieses markante Design, also die Fahrzeuge, die Farben, den ganzen Look. Und das funktioniert, finde ich zumindest vom Sehen, auf dem Planeten auch sehr gut. Besonders schön finde ich auch, es gibt diesmal Schwierigkeitsgrade. Ich kann es also auf leicht spielen und dann schaffe vielleicht sogar ich das. Das war's für diese Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das neue Spiel so gefällt. Wenn ihr es vielleicht dann selber schon mal gespielt habt, ein bisschen Erfahrung austauschen, kann nicht schaden. Macht's gut.